Ich rufe auf als nächstes Tagesordnungspunkt 75, den Setzpunkt der Fraktion DIE LINKE, den Antrag betreffend Flughafen Kassel, faktenbasierte Evaluation und Herabstufung notwendig, Drucksache 5736 aus dieser Wahlperiode, zusammen mit dem Dringlichen Entschließungsantrag Top 95, Antrag Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, betreffend Evaluationsergebnisse als Basis für die Entscheidung über die weitere Entwicklung des Flughafens Kassel-Calden nutzen, Drucksache 5775. Hier hat als Erstes das Wort Herr Abg. Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach dem Willen des ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch sollte mit dem Ausbau des Flughafens Kassel-Calden in Nordhessen ein weithin sichtbarer Leuchtturm entstehen. Weithin sichtbar ist der Flughafen Kassel-Calden bis heute, nur leider nicht als Leuchtturm, sondern als ein abschreckendes Beispiel dafür, wie die öffentliche Hand sinnlos Millionen Gelder verschleudern kann. Meine Damen und Herren. Bedauerlicherweise kann ich auch hier und heute zum Flughafen Kassel-Calden nicht alles sagen, was auch hier öffentlich verhandelt werden müsste, weil die Landesregierung entsprechende Dokumente unter der Decke hält. Schwarz-Grün scheint daran gelegen, die in ihrem Koalitionsvertrag angekündigte Evaluierung des Flughafens Kassel-Calden jetzt zwischen den Jahren zu beerdigen. Auch ihr Entschließungsantrag zeigt das erneut und bringt auch das zum Ausdruck. Wie wollen Sie denn in den verbleibenden Tagen noch die Ergebnisse der Evaluierung verkünden? Wollen Sie das an Heiligabend machen? Na, das wäre ja eine schöne Bescherung. In Ihrem Koalitionsvertrag hatten Sie sich damals verpflichtet, den Betrieb des Flughafens umfassend zu evaluieren. Und sollte es nicht zu einem positiven Ergebnis kommen, dann wird auch ausdrücklich keine mögliche Maßnahme ausgeschlossen. Wir haben mittlerweile Mitte Dezember, und außer Ankündigungen in der Presse ist von einer breit angelegten Evaluierung des Flughafens nichts zu hören und nichts zu lesen. Nur der Finanzminister, Herr Dr. Schäfer, der lässt sich schon im Wiesbadener Kurier zitieren, dass auch 2017 die Einsparziele erreicht werden. Und das, finde ich, klingt nicht nach ergebnisoffener Evaluierung, nach Prüfung aller Maßnahmen, sondern nach einem bloßen Weiter-so bei der Verschwendung öffentlicher Gelder in Calden. Der Bericht des Rechnungshofs zum Flughafen Kassel-Calden liegt ja dem Hessischen Landtag vor. Man darf nur nicht darüber reden, aber allein das sagt schon alles darüber, was wohl in diesem Bericht steht. Aber reden wir über die allgemein bekannten Fakten. Der Flughafen Kassel-Calden kostet die öffentliche Hand jedes Jahr etwa 9 Millionen €. Etwa 6 Millionen € zahlen die Anteilseigner als Verlustausgleich an die Flughafengesellschaft, und weitere 3 Millionen € kostet das Land die Übernahme der hoheitlichen Kosten. Dazu kommen dann noch die etwa 271 Millionen €, die für den Bau des Flughafens ausgegeben wurden. Auch hierzu gibt es im Übrigen einen bemerkenswerten Rechnungshofsbericht, der der Öffentlichkeit verborgen bleibt. Aber aus öffentlichen Quellen lässt sich nachvollziehen, dass die damals großen Kostensteigerungen bei den Erdarbeiten bei einer Firma anfielen, in der ein ehemaliger hessischer Wirtschaftsminister im Aufsichtsrat saß. Bis zum Jahresende wird der Flughafen die öffentlichen Kassen seit 2013 also über 320 Millionen € gekostet haben. 320 Millionen €, damit hätte man, um mal ein Beispiel aufzugreifen, die Kasseler Schulen, für die Schülerinnen in dieser Woche auf die Straße gegangen sind, gleich zweimal sanieren können. Und da frage ich mich doch, wo bleibt der Aufschrei der hessischen GRÜNEN? Bis 2013 gehörten Sie zu den schärfsten Kritikern des Flughafens. Seit Sie sich in die Arme der CDU begeben haben, hört man leider keinen Pieps zu dieser Verschwendung öffentlicher Mittel von Ihnen. Ich finde, die schwarz-grüne Regierung müsste sich mal langsam fragen, ob sie der Meinung sind, dass man für jährlich 9 Millionen € gerade einmal 70.000 Passagiere befördern will. Also machen wir uns nichts vor, machen Sie sich nichts vor. Dieser Flughafen ist ein Millionengrab. Das Geld, das dort verschleudert wird, das könnte in Nordhessen sehr viel besser eingesetzt werden. Das zentrale Argument
Das zentrale Argument für diesen Flughafenausbau war immer, dass die Entwicklung am Flughafen eine besondere regionalökonomische Bedeutung habe. Sprich, selbst wenn der Flughafen die öffentliche Hand eine Menge Geld kosten würde, wäre es doch richtig, gezielt Strukturpolitik in Nordhessen zu betreiben. Aber Wie soll man das fassen? Wie soll man das messen? Die Landesregierung war im Rahmen eines Berichtsantrags nicht einmal in der Lage, diese regionalökonomischen Effekte des Flughafens auch nur annähernd zu beziffern und auch nur zu begründen, warum diese Millionenzahlen jährlich überhaupt gerechtfertigt werden können. Ihnen blieb nichts anderes, das haben wir gehört, als ein Gutachten aus dem Jahr 2013 zu verweisen. Und dieses Gutachten, das geht für das Jahr 2018, für nächstes Jahr von 540.000 Passagieren ab Kassel-Calden aus. Das wären in etwa achtmal so viel wie die 70.000, die Sie für dieses Jahr erwartet haben. Mit der harten Realität hat diese Prognose, haben die Rückschlüsse des Gutachtens jedenfalls überhaupt nichts zu tun. Und der Herr Finanzminister, Herr Dr. Schäfer, der hat sich ja diese Zahlen auch zu eigen gemacht. Und er hat 2013 erklärt, entscheidend wäre, dass man am Ende auf annähernd 660.000 Fluggäste käme. Denn das sei die Voraussetzung dafür, den Flughafen dauerhaft wirtschaftlich betreiben. Herr Finanzminister Schwarz-Grün, von diesem Ziel sind Sie meilenweit entfernt. Wann gestehen Sie sich das endlich ein? Wann gestehen Sie das zu? Und wann gestehen Sie das der Öffentlichkeit endlich zu? Der Flughafen Kassel-Calden ist eine verkehrsberuhigte Zone. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Das einzig Gute, was man daran erkennen kann, Fluglärm scheint in Nordhessen kein besonders großes Problem zu sein. Das weiß die Landesregierung so gut wie wir. Die Trendwende bleibt aus. Nur die CDU findet keinen Weg, um gesichtswahrend aus dieser Subventionsruine herauszukommen. Und deshalb fordern wir ein transparentes Evaluierungsverfahren, das auch nachvollziehbar ist, denn wir sind uns ziemlich sicher, dass das einzig sinnvolle Ergebnis einer ergebnisoffenen Evaluierung sein kann, den Flughafen herabzustufen. Herabzustufen, weil das sinnvoller ist, als jedes Jahr weitere Millionen für einen Flughafen, den kein Mensch braucht, zu verschwenden. Die Herabstufung und eine sinnvolle Gewichtsbegrenzung von 15,7 Tonnen für die Maschinen, die in Kassel landen dürfen, sind die sinnvollen Schritte, um Kosten zu senken und den Verkehrslandeplatz auch als öffentliche Infrastruktur weiter zu erhalten. Wir teilen, damit wir uns nicht falsch verstehen, ausdrücklich das Ziel, wirtschaftlich schwächeren Regionen in wirtschaftlich schwächeren Regionen sinnvolle Strukturpolitik zu betreiben. Und das darf auch öffentliches Geld kosten. Das heißt aber eben gerade nicht, einfach irgendwie möglichst schnell möglichst viel öffentliches Geld zu verbrennen. Für uns heißt das, die Mittel, die durch eine Herabstufung eingespart werden können, einzusetzen und zu investieren in eine weitere Wirtschaftsförderung Nordhessens. Gut vorzustellen sind der weitere Ausbau des ÖPNV, die Förderung innovativer Energieversorgungskonzepte, den Ausbau von Breitbandinfrastruktur und anderen Infrastrukturen, die im 21. Jahrhundert mehr Zukunft haben als Regionalflughäfen. Im Übrigen würden auch diese Maßnahmen Arbeitsplätze schaffen, die natürlich auch gebraucht werden. Ich kann die Landesregierung daher nur eindringlich auffordern, hören Sie auf, immer mehr Geld den bereits verschwendeten Mitteln hinterherzuwerfen. Kommen Sie zur Vernunft und gestehen Sie sich ein, dass der Bau des Flughafens Kassel-Caldens vor allem denjenigen gedient hat, die Bauaufträge bekommen haben. Besonders den Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN kann ich nur raten, überlegen Sie sich sehr gut, ob Sie der CDU ein Evaluationsverfahren ohne jede Öffentlichkeit und ohne jede Transparenz durchgehen lassen. Und überlegen Sie sich gut, ob Sie dieser Verschwendung öffentlicher Mittel, die Sie ja bis 2013 scharf kritisiert haben, für ein verkehrs- und wirtschaftspolitisches Irrsinnsprojekt noch weiter mittragen wollen. Wir jedenfalls sind der Auffassung, statt Roland Koch die Wilhelm-Leuschner-Medaille zu verleihen, eine Ehrung, die er in keinster Weise verdient hat, sollte man den zukünftigen Verkehrslandeplatz Kassel-Calden nach diesem hessischen Ministerpräsidenten benennen und ihm und seiner Politik das Denkmal zu setzen, Herr Boddenberg, das Denkmal zu setzen, das er sich wirklich redlich verdient hat. Und
Und während Herr Landau und Herr Bouffier und Herr Schäfer und andere von Nordhessens Tor zur Welt gesprochen haben, müssen wir heute, 4 Jahre später, doch konstatieren, aus dem nordhessischen Tor zur Welt ist letztlich nur ein Tor nach Nordrhein-Westfalen, nämlich zum Flughafen Paderborn, geworden. Für uns ist klar, wer Nordhessen stärken will, der muss dafür sorgen, dass das Imageproblem Flughafen Kassel-Calden endlich ein Ende hat und dass wir dort, wo es sinnvoll ist, wirtschaftliche und soziale und ökologische Innovationen zu unterstützen, dort zu investieren. Vielen Dank, Herr Schalauske. Als nächstes spricht Herr Abg. Landau für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Oktober dieses Jahres, in Hessen waren Herbstferien, bin ich mit meiner Familie von Kassel-Calden aus in den Urlaub geflogen. Es war das erste Mal, eine Reise an. Herr Hahn, ich komme Ihnen gleich. Ich habe das mit meiner Familie aus einem guten Grund getan, weil sich dort am Kasseler Flughafen etwas Entscheidendes verändert hat. Wir haben dort das Engagement eines guten mittelständischen Unternehmens, des Reiseunternehmens Schauinsland, das es geschafft hat, Angebote den Reisewilligen an die Hand zu geben, die auch in der Tat nachgefragt werden. Und so ist es uns auch gegangen. Und das war einer der großen Unterschiede zu all dem, was im Bereich der Passage vorher stattgefunden hat. Denn ich erinnere Sie noch einmal daran, da gab es die Germania, die einige Routen geflogen ist. Aber das war eben ein Angebot, das nicht nachgefragt worden ist. Und das hat sich jetzt gänzlich geändert. Und Herr Hahn, ich war nicht der Einzige mit meinen beiden, sondern da gab es noch 68.997 weitere am Ende des Jahres, die diese Entscheidung getroffen haben, weil sie alle erkannt haben, dass es jetzt viel Spaß und Freude macht, von Kassel aus zu schönen Destinationen zu reisen. Warum erwähne ich diese kleine Geschichte? Weil natürlich auch die Landesregierung erkannt hat, dass dort jetzt signifikant etwas sich verändert hat. Ja, hat sich dort etwas verändert. Wir haben jemanden, der sich dort mächtig engagiert, der integer ist und der ein Angebot geschaffen hat, das nachgefragt wird. Und deshalb haben wir auch, um da einmal der Legendenbildung ein Stück weit vorzubeugen, die Evaluierung, die laut Koalitionsvertrag für den Sommer geplant war, auch jetzt zum Ende des Jahres hin verschoben, weil wir gesagt haben, dieses Unternehmen, was etwas spät, aber halt eben, das lag daran, weil Sie da erst so weit waren, etwas spät mit dem Sommerflugplan dort ins Geschäft eingetreten ist, dass wir gesagt haben, wir wollen schon abwarten, was es bewirkt. Wir wollen schauen, wie der Sommerflugplan sich darstellt. Und wir wollen vor allen Dingen auch schauen, wenn dann der Winterflugplan erarbeitet wird, welche Perspektiven der in sich birgt. Und ich sage noch einmal, wenn Sie Paderborn schauen, dann haben Sie dort von 2010 bis heute einen Rückgang von 1 Million Passagieren auf 700.000. Wenn Sie in die andere Nachbarschaft gehen, zum Flughafen Erfurt-Weimar, dann haben Sie dort einen Rückgang von 350.000 auf 240.000. Was passiert in Kassel-Calden? Wir haben einen Zuwachs von 15.000. Das ist jetzt nicht eine Riesenzahl, aber es zeigt, es findet dort eine andere Entwicklung statt, über die Sie sich gerne lustig machen können. Und mit Ihrem Verhalten, Ihrem ständigen Verhalten, so wie die FDP eine besondere Freundschaft zu Windenergieanlagen hat, so haben Sie ja eine besondere Freundschaft zu diesem Flughafen entwickelt. Und Ihr Verhalten ist auf jeden Fall nicht förderlich für diese Einrichtung. Das will ich einmal klipp und klar feststellen. Und wenn ich mir dann auch einmal anschaue, die Entwicklung des Defizites von 2000 und
2013 angefangen. Die Eröffnung war ja im April 2013. Dann lagen wir in der Tat bei 9 Millionen €. Und wir sind jetzt aktuell bei einem Defizit von 6,18 Millionen €. Auch das zeigt eine deutliche Tendenz, die noch besser werden muss. Das ist auch klar. Aber wir stellen erst einmal fest, dass die Tendenz über die letzten Jahre genauso ist, wie wir das gesagt haben, wie wir auch gesagt haben im Koalitionsvertrag, dass es sein sollte. Und wenn Sie hier sich so lächerlich und lustig machen über den Flughafen, ja, dann kann ich Ihnen allen von der Linkspartei nur ins Stammbuch schreiben, kein einziger von Ihnen kommt aus Nordhessen und weiß, wie da oben die Welt ist. Ja, gut, okay, ich habe Sie, Frau Schott, gut. Ja. Dann wissen Sie zumindest nicht, wie die Wirklichkeit dort ist. Dann will ich das gerne ändern. Es gibt dort einen großen Wunsch nach wie vor, dass dieser Flughafen in Betrieb bleibt. Es gibt einen großen Wunsch auch der Unternehmen, der nordhessischen Unternehmen, dass dieser Flughafen erhalten bleibt. Und es gibt auch viele Tendenzen, ich hatte es gesagt, die ganz klar sagen, dieser Flughafen ist auf seinem richtigen Weg. Er hat halt, als er damals eröffnet worden ist, dieses getan, als die Luftverkehrswirtschaft in einer großen Krise steckte. Das hat halt in den ersten Jahren eben bedeutet, dass man unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen ins Geschäft gekommen ist. Und, liebe Linkspartei, Sie werden nie wahrscheinlich in die Lage kommen, ein Unternehmen zu eröffnen. Aber bei jedem zu eröffnenden Unternehmen ist es so, dass Sie erst einmal investieren müssen, dass Sie nicht gleich von Anfang an große Profite erwirtschaften, sondern dass sich das natürlich erst mit der Zeit, wenn man sich am Markt etabliert hat, dass es dann erst eintritt. In Nordhessen wird man Ihr Amüsement zur Kenntnis nehmen. Man wird das auch zu beurteilen wissen. Wir sagen, so wie wir es mit den GRÜNEN vereinbart haben, wir gucken uns alles an, jeden einzelnen Bereich, nicht nur das Betriebswirtschaftliche, sondern auch das Volkswirtschaftliche, und werden dann auch zu einem Ergebnis kommen. Und das werden wir dann auch mit Ihnen zu diskutieren haben. Wie wir mit dem Evaluationsbericht umzugehen haben, ich glaube, das wird die Landesregierung noch im Einzelnen Ihnen mitteilen. Ich sage nur, wir haben gute Argumente für unsere Diskussion. Wir haben mit den GRÜNEN eine gute Vereinbarung, und das will ich hier noch einmal zum Abschluss anführen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Landau. Als Nächster spricht für die Fraktion der Freien Demokraten Herr Abg. Lenders. Bitte sehr. Das hättest du gerne. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn man die Entstehungsgeschichte von Kassel-Calden oder vom Airport Kassel wissen will, dann bräuchte man heute eine Zeitmaschine. Da müssten wir uns in die ein paar Jahre zurückversetzen. Und dann wären viele Fragen, die heute so einem nicht ganz schlüssig erscheinen, wären dann doch sehr logisch. Meine Damen und Herren, aber es gilt ja auch überhaupt nicht darum, da zurückzublicken und ob diese Investitionen, die damals Millionen verschlungen haben, richtig waren oder falsch, sondern es ist ja heute die Frage mit der Erkenntnis, die wir haben, wie gehen wir damit um? Diese Investitionen sind getätigt worden. Meine Damen und Herren, wenn ich mir das dann anschaue mit den Prognosen, das sind ja Zahlen, die auch aus dem Finanzministerium kommen, müssen wir bei einem Defizit rechnen in den nächsten 9 Jahren zwischen 62 bis 84 Millionen. Das ist keine kleine Hausnummer, aber das, was jetzt hier immer im Raum steht, ist eine Frage, wie würde sich das denn bei einer Herabstufung zu einem Verkehrslandeplatz, denn das sind ja vielfach die Ansätze, wie würde sich das denn dann verändern? Meine Damen und Herren, und da, bei solch einer Situation müsste man rechnen mit einem Defizit von rund 54 Millionen € in 9 Jahren. Das heißt also runtergebrochen, im Jahr reden wir für das Land von ungefähr von einem Einsparvolumen zwischen 1 Million bis 3 Millionen für ein Infrastrukturprojekt, wenn wir von einem Flughafen zurückstufen zu einem Verkehrslandeplatz. Meine Damen und Herren, um diese Zahlen mal so ein bisschen einzusortieren, also um dieses sogenannte Millionengrab, wo man sich ja immer so drüber lächerlich macht, wenn ich mir anschaue, und Frau Wissler, da sind wir wahrscheinlich ganz schnell beieinander, dass das richtige Investitionen sind. S-Bahn-Anschluss Gateway Gardens. Wir reden hier über eine Station. Eine Station. Meine Damen und Herren, da haben wir eine Kostensteigerung von 50 Millionen €. Eine Station, die 260 Millionen € kostet. Bei der Verlängerung der U-Bahn Frankfurt-Europaviertel. Eine Station.
Mehrkosten heute schon 64 Millionen €, insgesamt 281 Millionen €. Meine Damen und Herren, vierte Station. Ausbau der S6 Frankfurt-Friedberg, Herr Kollege Hahn, Mehrkosten 249 Millionen €. Meine Damen und Herren, alleine für die Kostensteigerung an GetVegans, alleine von der Kostensteigerung, könnten Sie tatsächlich das Defizit in Kassel-Calden 50 Jahre lang betreiben. 50 Jahre lang. Nur, dass man das mal ein bisschen in eine Relation setzt, was Infrastruktur kosten kann, was auch richtig und wichtig ist. Und, meine Damen und Herren, da muss man Calden auch mal in solch eine Relation setzen, was das denn heißt. Warum ist denn das dann aber immer so ein Kritikpunkt? Natürlich, es werden Menschen transportiert, es gibt Passagiere, GetVegans, das sind alles stark nachgefragte Strecken, deswegen machen wir das auch, und das ist auch richtig so. Meine Damen und Herren, es entsteht das Bild, dass in Kassel-Calden nichts passiert, dass da eben die Linksfraktion, Herr Schalauske hat es ja eben auch wieder so versucht darzustellen, da passiert ja überhaupt nichts, das ist sozusagen da sind die Büsche, die da über die Landebahn fegen. Meine Damen und Herren, das stimmt eben nicht. Direkt am Flughafen sind rund 20 Unternehmen ansässig. Rund 1.000 Arbeitsplätze, viele im Bereich der Industrie und industrienahen Dienstleistungen. Meine Damen und Herren, der Flughafen selber beschäftigt 130 Menschen. Wir haben alle Erwartungen entgegen sogar tatsächlich eine positive Steigerung bei den Passagieren hinbekommen. Meine Damen und Herren, das ist alles sehr hoffnungsvoll. Und auch die Stationierung von Sandair, das ist etwas, was man erst einmal positiv doch mal begleiten muss, und zwar mit schwierigen Rahmenbedingungen. Wir diskutieren permanent, ob Kassel-Calden eine Zukunft hat. Und gleichzeitig sollen sich aber Unternehmen ansiedeln, dass der Widerspruch quasi in sich. Vertrauen in den Standort können Sie halt so nicht gewinnen. Und deswegen bin ich einigermaßen positiv überrascht über die Entwicklung und vor allen Dingen, was den Frachtbereich anbelangt. Meine Damen und Herren, das ist positiv erst einmal zu sehen. Meine Damen und Herren, wenn man das machen wollte, Zeitmaschine, man hat einen Flughafen in eine Region gesetzt, und dieser Flughafen hat keine direkte Anbindung. Das stimmt. Wenn man Kassel-Calden wirklich nach vorne bringen wollte, müsste man erst einmal sozusagen einen Bypass legen zu den Autobahnen, am liebsten zur A44. Das würde nicht nur dem Flughafen, den Investitionen helfen, die wir dort gemacht haben, sondern es würde auch viele Menschen von Durchgangsverkehren befreien, und es würde eine deutliche Verbesserung der gesamten Region mit sich bringen. Ich glaube, meine Damen und Herren, das wird mit Sicherheit zu diskutieren sein. Was muss man tun? Zumindest würde ich erwarten, dass eine Evaluierung eben das auch mit sich bringt, dass man auch sagt, was müsste eigentlich getan werden, damit dieser Flughafen wirklich für Reisenden, für Passagiere, die in Urlaub fliegen wollen, dafür interessant wird. Meine Damen und Herren, es gibt eben auch andere Entwicklungen in Kassel-Calden. Wer denn schon einmal dann dahin fährt, z. B. beim Sommerfest, wer kann sich denn davon überzeugen, dass dort sehr innovative Unternehmen ansässig sind? Es sind Unternehmen, dort wird z. B. ein Hubschrauber gebaut, der so neu ist, dass das Bundesministerium überhaupt erst einmal feststellen musste, welches Fluggerät ist denn das überhaupt? Es ist so innovativ, ein kleiner Leichtbau-Hubschrauber, wo sich das Unternehmen dort angesiedelt hat, von einem Start-up-Unternehmen, was dort eine große Zukunft hat und was wirklich auch viel Geld in dieses Unternehmen geflossen ist. Das hängt direkt mit Kassel-Calden zusammen. Und wenn wir uns einmal anschauen, was wir in dem Bereich der Fliegerei zu erwarten haben, wir wissen das alle, dass Drohnen zukünftig ein erhebliches Potenzial bieten werden. Dass das ganze Geschäft mit Drohnen, ob im wirtschaftlichen oder privaten Einsatz, ein Riesenthema ist. Ich würde von einer Landesregierung, ich erwarte von einem Wirtschaftsminister, dass er prüft, wenn es um eine Evaluierung geht, inwieweit auch solche neuen Geschäftsmodelle dort in Kassel-Calden angesiedelt werden könnten, um hier wirklich
auch ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Dann sind wir nämlich raus aus dem Wettbewerb mit Paderborn oder mit Leipzig. Meine Damen und Herren, das sind übrigens auch alles Flughäfen, die hochdefizitär sind. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich anschauen, was Landesregierungen in Ostdeutschland in ihre Flughäfenstrukturen stecken, es ist ein Zehnfaches, es ist ein Zwanzigfaches von dem, was wir hier als Land Hessen in Calden investieren, um nachhaltig Investitionen zu sichern. Meine Damen und Herren, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir einer der wenigen Flughäfen überhaupt haben, mit der Fraport, mit dem Flughafen Frankfurt-Rhein-Main, der überhaupt schwarze Zahlen in einer Größenordnung schreibt. Ich glaube, dass es notwendig wäre, dass wir über ein nationales Flugverkehrskonzept einmal nachdenken, dass wir uns einmal darüber Gedanken machen, welche Flughäfen machen wo Sinn. Und wenn wir uns das einmal im europäischen Ausland anschauen, da haben Städte wie Mailand um sich herum vier regionale Flughäfen. Und wir sind es noch nicht mal, wir sind noch nicht mal in der Lage, in der zentralsten Lage logistisch ein hervorragend angeschlossener Standort mitten in Deutschland mit einem Flughafen zu versehen und dem eine Perspektive zu geben. Wenn wir dazu nicht in der Lage sind, haben wir in der Infrastruktur und in der Wirtschaftspolitik hier in Hessen nichts verstanden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als Nächstes spricht zu uns Frau Abg. Müller-Kassel für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe ja gedacht, Kassel-Calden, warum diskutieren wir das heute? Es gibt noch nichts Neues. Der Evaluationsbericht liegt noch nicht vor. Wir haben den 15. Dezember. Das Jahr ist noch nicht rum. Ein bisschen Geduld. Dann hätten Sie den Antrag vielleicht im Januar mit Neuigkeitswert stellen können. Aber ich muss sagen, ich habe in der letzten Dreiviertelstunde viel gelernt. Zum einen über die FDP. Anscheinend ist die FDP gespalten. Herr Hahn geht gerade raus. Da hörte ich kritische Stimmen zu Kassel-Calden. Und Herr Lenders hat den Flughafen wie eh und je gelobt, ist dabei aber auch nicht so ganz auf dem Stand Höhe der Fakten, weil Sie sagen, der Frachtbereich nimmt zu. Die neuesten Zahlen sprechen eine andere Sprache. Der Frachtbereich nimmt von dieser Woche. Der Frachtbereich nimmt wieder ab. Dann haben Sie erzählt, Unternehmen haben sich angesiedelt wegen dem Flughafen Kassel-Calden. Auch das ist nicht ganz richtig. Von dem Unternehmen, von dem Sie gesprochen haben, die waren auch schon vorher da. Und Sie fordern ein nationales. Ich habe meinem Kollegen versprochen, dass ich nicht laut rede. Deswegen kann ich nicht Sie überschreien. Also bleiben Sie auch mal ruhig. Auch die Forderung nach einem nationalen Flugverkehrskonzept finde ich interessant, weil dann wäre Kassel-Calden nie gebaut worden. Das zur FDP. Dann war ich auch sehr verwundert über die Aussagen der LINKEN. Zum einen reden Sie schon in Ihrem Antrag über ein ergebnisoffenes Evaluierungsverfahren, wissen aber schon genau, dass die Rückstufung die zwangsläufige Folge ist. Da sind Sie schlauer als wir. Wir warten das Evaluationsergebnis ab. Da wurde schon mehrfach gesagt, es wird der Sommerflugplan von Sundair, der Winterflugplan mit einberechnet, die bisherigen Entwicklungen, sicherlich auch der Bericht des Rechnungshofs, den bis jetzt noch keiner kennt. Aber nach dem Vernehmen nach sagt er auch nur das, was wir hier seit Jahren schon sagen und so weiter. Und es werden externe Gutachter beauftragt, die Gemeinden werden beteiligt und. Also haben Sie noch zwei Wochen Geduld. Und dann können wir dann ja auch über das Evaluierungsverfahren reden. Herr Schaus, ich hätte nicht anders geredet. Das ist gleich der nächste Punkt. Sie erzählen, dass wir seit 2013 den Flughafen nicht mehr kritisieren. Das können Sie uns nun wirklich nicht vorwerfen. Jedes Mal, wenn ich hier ans Pult gehe, zitiere ich den Koalitionsvertrag, in dem steht, dass CDU und Grüne bei dem Flughafen Kassel-Calden unterschiedliche Positionen haben. So. Wir sind aber im Gegensatz zu Ihnen fähig, Kompromisse zu finden und Verantwortung zu übernehmen. Und also der Kompromiss wird sein, der Flughafen wird beides.
Der Kompromiss war, dass wir jedes Jahr eine Defizitreduzierung vereinbart haben und auch nicht ausgeschlossen haben, wie Sie das ausschließen, dass sich Private beteiligen können. Ja, warum denn nicht? Warum sollen sich keine Privaten beteiligen und der Steuerzahler nicht mehr so viel Geld für den Flughafen bezahlen? Das verstehe ich nicht. So. Dann würde ich Ihnen empfehlen, Herr Schalauske, beschäftigen Sie sich einmal intensiver mit diesem Flughafen. Es ist nämlich kein Ausbau, sondern ein Neubau. Das hat selbst die CDU kapiert mittlerweile. Das steht in jedem. Das steht in jedem Antrag, den wir hier gemeinsam formuliert haben, dass der Neubau des Flughafens Kassel-Calden ein Fehler war. Also Neubau, nicht Ausbau. Das andere ist, dass Nordhessen keine wirtschaftlich schwache Region mehr ist. Das war einmal vor 30 Jahren so, aber Sie reden immer noch davon. Genau. Auch das alles eine Unverschämtheit. So. Ich kann Ihnen auch gerne noch einmal, also der Staat von Sundair hätte sicherlich besser sein können, aber wir müssen jetzt berücksichtigen, dass es Staatsschwierigkeiten gab. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Und auch ich bin gespannt, was in dem Evaluierungsergebnis steht und wie die Perspektiven sind. Wichtig ist, dass das Ziel aus dem Koalitionsvertrag aufrechterhalten bleibt, dass das Defizit jedes Jahr reduziert wird und dem Steuerzahler nicht noch mehr unnötige Kosten zugemutet werden. Das ist der zentrale Punkt. So. Zusammenfassend stelle ich fest, DIE LINKE will die Evaluierung gar nicht abwarten. Die SPD, die leider nicht vor mir reden wollte, aber ich kann mir schon vorstellen, was Sie sagen, wirft uns vor, dass wir mit dem Punkt Evaluierung im Koalitionsvertrag die Entwicklung des Flughafens negativ beeinflusst hätten und sich keiner dort ansehen wollte, weil wir die Evaluierung im Flughafen stehen haben. So. Dann kann ich nur sagen, dann haben wir einen guten Kompromiss gefunden. Also, wir warten entspannt das Evaluierungsergebnis ab und entscheiden dann. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Als nächstes spricht Herr Abg. Frankenberger, Kassel, für die Fraktion der Sozialdemokraten. Ist das. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nicht alle Jahre wieder, sondern alle Monate wieder zetteln DIE LINKEN hier im Landtag eine Debatte zum Airport Kassel an. Meine Damen und Herren. Sie tun das nicht, um darüber zu reden, wie dieses für die Region wichtige Infrastrukturprojekt vorangetrieben und unterstützt werden kann. Nein, Sie tun das mit dem Ziel, dem Flughafen schlecht zu reden, also Herr Schalauske, alles wie gehabt. Und ich will mal daran erinnern, bei allem Respekt für die Landesregierung, es haben noch drei weitere Anteilseigner ein Wörtchen damit zu reden, wie es mit diesem Flughafen weitergeht. Es wird immer so getan, als wäre das alleinige Sache der Landesregierung. Ich gehe davon aus, dass das Ergebnis der Evaluierung auch mit den anderen Anteilseignern sorgfältig besprochen wird, meine Damen und Herren. Und, Sie können sicher sein, was die Stadt Kassel und den Landkreis Kassel anbelangt, da kann es nur ein Ergebnis geben, dass es mit diesem Flughafen weiter vorangeht, meine Damen und Herren. Welche Qualität die Debatte um den Flughafen mittlerweile erreicht hat, zeigt eine Pressemitteilung der LINKEN vom 4. Dezember 2017, meine Damen und Herren. Und ich zitiere einmal daraus. Zum Flughafen Kassel-Calden wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Das ist die Überschrift einer Pressemitteilung der LINKEN. Und Adressat dieser bösen Unterstellung ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Flughafen GmbH, Finanzminister Dr. Schäfer. Nun könnte ich mich als Oppositionspolitiker hier zurücklehnen und sagen, das geht mich auch nichts an. Aber bei diesem Projekt, und ich bin auch noch Kassel-Abgeordneter, ziehen SPD, FDP und hoffentlich auch die CDU
seit vielen Jahren an einem Strang, weil Sie, jedenfalls war das mal lange Zeit gemeinsame Position, um die Bedeutung für dieses Infrastrukturprojekt für die Region wissen. Meine Damen und Herren von den LINKEN, diese Wortwahl hat mit sachlicher Auseinandersetzung nichts zu tun, und Sie schaden damit dem Flughafen und den am Flughafen Beschäftigten, meine Damen und Herren. Wissen Sie, allein das Gutachten des Rechnungshofes, das ich glaube, die große Mehrheit der hier Anwesenden nicht kennt, zum Anlass zu nehmen, die Herabstufung zu fordern und ein Ergebnis vorwegzunehmen. Wissen Sie, alles, was man so hört, lässt für mich durchaus den Schluss zu, dass der Bericht des Rechnungshofes offensichtlich nicht in allen Teilen auf belegbaren Fakten basiert, sondern zum Teil auf mir persönlich nicht näher bekannten Prognosen und Vermutungen zu beruhen scheint. Deswegen halte ich sozusagen Ihre Debatte in diesem Sinne auch nicht für zielführend. Meine Damen und Herren, dass es den LINKEN nicht um die Entwicklung des Flughafens geht, das zeigt der Antrag, den Sie vorgelegt haben. Wie kann man denn auf die Idee kommen, hier einen Antrag vorzulegen, in dem der Einstieg von privaten Investoren ausdrücklich abgelehnt wird, meine Damen und Herren? Damit wird deutlich, dass Ihnen die Perspektive des Flughafens vollkommen egal ist. Die SPD-Fraktion bedauert es ausdrücklich, dass die nordhessische Wirtschaft, wenn es um den Flughafen geht, ich formuliere es einmal so vorsichtig zurückhaltend, wie es nur meine Art ist, ich finde, die nordhessische Wirtschaft hat seinerzeit den Ausbau zu einem Verkehrsflughafen nachhaltig gefordert. Und gemessen an der damaligen Lautstärke fällt aus unserer Sicht, aus Sicht der SPD, die heutige Unterstützung eher bescheiden aus, meine Damen und Herren. Das finden wir, ich sage das mal, das finden wir nicht in Ordnung. Wir würden es sehr begrüßen, wenn sich die Wirtschaft stärker beim Flughafen engagieren würde, ausdrücklich auch finanziell. Und das Spannende für die Menschen der Region, und ich bin überzeugt davon, die Mehrheit der Menschen in der Region steht zu diesem Flughafen. Das eigentlich Spannende für uns an dieser Debatte ist eigentlich, was die Vertreter der Regierungsfraktionen und die Landesregierung zu diesem Thema hier zu sagen haben. Bei den Vertretern der Regierungsfraktionen kann ich nur sagen, nichts Neues. Ich erinnere daran, dass ich zu Beginn dieses Jahrtausends drei Fraktionen hier im Haus für den Ausbau des Flughafens Kassel-Calden zu einem Verkehrsflughafen ausgesprochen haben. Das waren CDU, SPD und FDP. Strikte Ausbaugegner waren die GRÜNEN. Und bis 2013 haben die GRÜNEN im Wettstreit mit den LINKEN hier im Landtag Debatten angestoßen, mit dem Ziel, den Ausbau zu verhindern bzw. als das dann nicht mehr zu verhindern war, den Ausbau zu geiseln und die Herabstufung zu einem Verkehrslandeplatz zu fordern, meine Damen und Herren. Das war die Situation vor 2013. Und ich bin ja für einen ehrlichen Umgang miteinander. Wir wissen ja alle, dass die Sympathien für den Ausbau des Flughafens des Airport Kassel-Calden auch in den Fraktionen, die sich für den Ausbau politisch entschieden haben, dass die Sympathie, je weiter man von der Regierung Kassel wegkommt, ein bisschen abnimmt, meine Damen und Herren. So ehrlich bin ich, und so ehrlich sollte man auch miteinander umgehen. Aber Sie können sicher sein, die Region, die Menschen in der Region schauen genau hin, wie Sie sich als CDU in dieser Frage entscheiden werden, meine Damen und Herren. Und ich erinnere auch daran, dass wir es einmal geschafft haben, in 2010 einen gemeinsamen Antrag zur Perspektive des Flughafens zu stellen. Das waren CDU, SPD und FDP. Und die Landesregierung hat die Bemühungen, die in diesem Antrag gefordert sind, denen ist sie, was sozusagen einer Initiative in der Region mit Unterstützung der Uni, der Wirtschaft usw., die ist sie bisher schuldig geblieben. Aber wir hätten uns doch alle eine bessere Entwicklung seit der Eröffnung im April 2013 gewünscht. Da muss man doch gar nicht drum herum reden, meine Damen und Herren.
Meine Damen und Herren von der CDU, Frau Kollegin Müller ist ja fast, hat ja etwas prophetische Anlagen. Meine Damen und Herren von der CDU, Sie haben mit der Koalitionsvereinbarung von Schwarz-Grün zum Flughafen Kassel-Calden, in dem Sie festgeschrieben haben, 2017 wird die Entwicklung des Flughafens seit seiner Inbetriebnahme umfassend evaluiert. Damit haben Sie der Entwicklung des Flughafens einen Bärendienst erwiesen, meine Damen und Herren von der CDU. Während die EU-Kommission dem Flughafen Zeit gegeben hat, bis 2024 sich zu entwickeln, hat Schwarz-Grün dafür gesorgt, dass ständig in den letzten Jahren die Herabstufung über den Flughafen schwebt, meine Damen und Herren. Und unter diesen Bedingungen eine wirtschaftliche Perspektive zu eröffnen, ist schon schwierig. Denn die Stationierung einer Fluggesellschaft ist eine langfristige Investition. Und mit dieser Formulierung haben Sie potenzielle Investoren zumindest verunsichert. Denn niemand nimmt doch viel Geld in die Hand, wenn nicht sicher ist, wie es nach 2017 weitergeht, meine Damen und Herren. In der Region, ich sage das hier auch ausdrücklich, nimmt man durchaus zur Kenntnis, dass der Finanzminister als Aufsichtsratsvorsitzender in den letzten Jahren in nicht einfachen Zeiten zu dem Flughafen gestanden hat. Da haben wir überhaupt kein Problem damit, das auch mal hier zu sagen. Aber ich hoffe, dass auch die CDU dem grünen Drängen nach einer Trophäe standhalten kann und erfolgreich Widerstand leistet, wenn es um die Herabstufung des Flughafens Kassel-Calden geht, meine Damen und Herren. Ich sage, hören Sie endlich mit dem Geeiere bei Kassel-Calden auf, meine Damen und Herren. Ich weiß, das ist eher ein grünes als ein schwarzes Ei. Vergraben Sie die Eier, sagen Sie, es geht weiter mit dem Flughafen. Dann machen Sie die Menschen, die am Flughafen arbeiten, die Menschen, die in den Firmen, die am Flughafen arbeiten, da sind, machen Sie sozusagen, geben Sie ein Stück Sicherheit für die nächsten Jahre. Ich will Ihnen zum Schluss das auch an die LINKEN, obwohl ich da manchmal jetzt so den Eindruck habe, die Argumente, da geht das hier rein und dann am anderen Ohr wieder raus. Ich will Ihnen zum Schluss noch zwei Argumente für die Beibehaltung des Status als Verkehrsflughafen nennen, sozusagen als Entscheidungshilfe. Der Flughafen Kassel-Calden, Frau Kollegin Müller hat auch darauf hingewiesen, ist als Industrie- und Gewerbestandort für luftfahrtaffine Betriebe führend unter den deutschen Regionalflughäfen, meine Damen und Herren. Und zurzeit sind es fast 1.000 Arbeitsplätze, 2.200 indirekte und induzierte Arbeitsplätze, und die Bruttowertschöpfung beträgt 45 Millionen €. Ich finde, das sind gewichtige Argumente, dass der Flughafen eine Perspektive erhalten soll, meine Damen und Herren. Herr Kollege, Sie müssen aber trotzdem zum Ende kommen. Und ebenso wäre bei einer Herabstufung ein kommerzieller Passagier- und Frachtflugverkehr nur im begrenzten Umfang möglich. Und, meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Es ergibt doch keinen Sinn, auf der einen Seite die Investitionskosten für den Ausbau zu kritisieren, aber auf der anderen Seite eine Herabstufung zu verlangen, die dem Flughafen wichtige Perspektiven, wirtschaftliche Perspektiven nimmt, meine Damen und Herren. Die Region, und ich sage das ausdrücklich an die CDU, wartet auf Ihre Entscheidung und hofft darauf, meine Damen und Herren von der CDU, dass Sie eine positive Entscheidung für Kassel Airport treffen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Frankenberger. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Bitte sehr. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Frankenberger hat eben mit der Aufforderung geschlossen, die Eier sozusagen zu vergraben. Sie können sicher sein, dass wir mit der Evaluierung nicht so lange brauchen werden, dass wir wieder in der Eiervergrabesaison landen, sondern dass wir das abschließen können in der Zeit, wo der Weihnachtsbaum noch sozusagen im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen das als Bescherung. Es ist natürlich schon ein beachtlicher Punkt. Heute sozusagen im einigermaßen luftleeren Raum
einen Antrag vorzulegen, eine ergebnisoffene Evaluierung einzufordern und das Ergebnis der Evaluierung aber auch schon zu kennen. Das ist jedenfalls denklogisch nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Das ist jetzt eine Formulierung, die eher der vorweihnachtlichen Höflichkeit geschuldet ist. Wenn wir die Rede von Herrn Schalauske eben gehört haben, dann wird ja deutlich, was er versuchen will zu erreichen. Da überschreiten Sie, verehrter Herr Kollege, nun ziemlich nachdrücklich die Redlichkeit. Sie haben behauptet, wir würden Dokumente unter der Decke halten und spielen auf den Rechnungshofbericht an. Sie wissen genau, dass die Einstufung als nur für den Dienstgebrauch nicht von der Landesregierung stammt, sondern vom Rechnungshof. Ich habe extra beim Rechnungshof noch einmal nachfragen lassen, ob eine Fraktion des Hessischen Landtages im Vorfeld der heutigen Debatte dort beantragt hat, die Einstufung aufzuheben. Ein solcher Antrag ist dort im Rechnungshof niemals bekannt geworden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es lässt es, ja, werden Sie nachholen. Nein, Sie haben ein Interesse daran, hier behaupten zu können, es werde etwas geheim gehalten. Sie haben ja gar kein Interesse daran, dass es öffentlich wird, weil dann können Sie ja Ihre Chimären nicht mehr vortragen. Zweiter Punkt. So, dann hat Herr Schalauske vorgetragen, da gäbe es noch einen Rechnungshofbericht zum Bau, und über den dürfe man auch nicht reden. Mir liegt hier vor, werter Herr Schalauske, da waren Sie selbst noch nicht dabei. Aber ein gewisser Willi van Ooyen, der eine gewisse Rechtsbekanntheit auch in Ihrer Fraktion noch genießen dürfte, hat in der Sitzung am 23. Juni 2016 über mindestens 10 bis 15 Minuten über die Details dieses Rechnungshofberichts hier gesprochen. Und dann behaupten Sie sozusagen, der werde auch der Öffentlichkeit verborgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, normalerweise müsste ich jetzt eine Bemerkung machen, die sicherstellt, dass der Ältestenrat zusammentritt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das erspare ich uns aber gemeinschaftlich. Okay. Kollege Roth, ich nehme das einmal als Gutschein für spätere Verwendungszwecke. Das ist dann meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden in den nächsten Tagen das Gesamtergebnis der Evaluierung vorlegen. Wir werden es transparent machen, wir werden es öffentlich machen. Dort arbeiten im Moment zur Stunde ein halbes Dutzend auch externe Experten, deren Positionierung, deren Untersuchungen zusammengeführt werden. Und dann wird ein Bericht der Öffentlichkeit, den Mitgesellschaftern, aber natürlich auch den Gremien des Hessischen Landtags vorgelegt. Transparent, und dann haben wir alle Gelegenheit, in jedem Gremium, das der Hessische Landtag wünscht, darüber zu diskutieren. Über jede Einzelheit, jedes Detail, kein Problem, vollständig transparent. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, am Ende werden wir dann gemeinschaftlich eine politische Entscheidung treffen müssen. Und auf dieser Basis haben sich CDU und GRÜNE ja gefunden. Wenn wir die Frage streitig hätten diskutieren müssen in einer Koalitionsvereinbarung, bauen wir den Flughafen oder lassen wir es sein, wäre das Risiko, dass wir zusammengekommen wären, jedenfalls durchaus beträchtlich geworden, an diesem Punkt sich zu verständigen. Aber wir haben festgestellt, als wir die Koalition begründet haben, den Flughafen gab es. Also musste man einen Weg finden, damit umzugehen. Und genauso wird es nach der Evaluierung sein. Wir werden einen Weg dazu zu finden haben, wie gehen wir damit um, dass es den Flughafen gibt. Und ein Einstellen des Betriebs dieses Flughafens hat jedenfalls in der politischen Diskussion, wie ich sie vernommen habe, noch niemand gefordert. Sondern auch Sie sagen ja, Rückstufung zu einem Verkehrslandeplatz. Und dann wird man ganz nüchtern auf der Basis der Erkenntnisse abwägen müssen, ist der Betrieb als Verkehrslandeplatz am Ende die zukunftsgerichtete Entscheidung oder die Fortsetzung als Regionalflughafen. So. Und darüber kann man dann am Ende mit Fug und Recht wahrscheinlich auch eine streitige Diskussion führen. Ich wage die Prognose, dass wir wahrscheinlich in diesem Hause nicht restlose Einigkeit bei Entscheidungen, in welche Richtung auch immer sie fallen wird, am Ende erzielen werden. Aber das ist ja auch nicht erforderlich. Wichtig ist, dass die Abwägungsargumente transparent und offen auf den Tisch gelegt werden. Und jeder sagt, ja, wegen dieses Arguments entscheide ich mich für den einen Weg, und der andere sagt, wegen des anderen Arguments bin ich eher der Auffassung, die andere Entscheidung zu treffen. Und dazu dient diese Evaluierung. Und wenn diese Evaluierung ein Ergebnis gefunden hat, ist damit eine Grundlage für die weitere Entwicklung des Flughafens in Kassel gelegt. Und damit kann dann weitere Entwicklung in den Rahmenbedingungen der dann getroffenen Entscheidung vollzogen werden. Dafür werden wir sorgen, genauso wie wir es in der Koalitionsvereinbarung versprochen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch da hält diese Koalition schlicht Wort. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Minister. Als nächstes hat sich gemeldet Frau Abg. Schott. Bitte sehr. Aus Nordhessen und von der Fraktion DIE LINKE. Danke, Herr Präsident. Eine solche Debatte, die so weit an den Fakten und der Realität vorbeigeht, wie die, die wir hier gerade geführt haben, habe ich selten erlebt. Da wird beschworen, die Unsicherheit der Airlines, die da kommen könnten, wenn man den Flughafen herabstuft. Da werden die Arbeitsplätze um den Flughafen herum beschworen. Da wird die enorme Steigerung um 15.000 Passagiere in diesem Jahr beschworen. Und welche Katastrophe es auslösen würde, wenn man ihn herabstufen würde. Die einzige Katastrophe, die es auslösen würde, wäre, dass dieses Land, die Stadt Kassel und die Gemeinde Kalten Geld sparen. Wenn man den Flughafen heute am Tag und nicht nächstes und nicht übernächstes Jahr herabstuft, passiert in Nordhessen gar nichts. Es verändert sich nämlich de facto außer dem Status des Flughafens nichts. Jeder Betrieb, der da angesiedelt ist, kann da bleiben. Jeder Betrieb, der dafür Flugbewegungen braucht, kann die weiter durchführen. Jeder Passagier, der da in der Vergangenheit gestartet ist, und noch Tausende mehr können weiterhin starten. Jedes, doch natürlich stimmt es, und noch Tausende mehr. Und jedes Kilo Fracht. Und das sind wir ja auch im Verschweigen hier gerade großartig gewesen, weil die Zahlen der Fracht hat ja hier keiner benannt, weil die in einer Art und Weise rückläufig sind, dass man sich geniert, sie hier zu benennen. Die Fracht hat sich so gekürzt, dass nur noch 25% von dem, was mal geflogen worden ist, jetzt überhaupt noch geflogen ist. Kein einziger Arbeitsplatz jenseits des Flughafens an der Industrie, die drumherum steht, geht verloren. Hören Sie doch auf, diese Legenden hier zu stricken und den Leuten Angst zu machen. Es geht kein Arbeitsplatz verloren. Diese Propaganda, die Sie hier betreiben, entspricht überhaupt nicht der Wahrheit. Sie entspricht nicht den Fakten. Es können sogar noch Arbeitsplätze entstehen, und zwar jede Menge, und auch das mit einer Herabstufung. Sie gehen hier verantwortungslos mit den Steuergeldern um. Und Sie gehen damit um, als ob eine Region in Nordhessen tatsächlich glauben würde und begrüßen würde, dass es diesen Flughafen in der Form gibt. Die Leute lachen sich tot darüber. Sie machen sich alle selber zur Witzfigur in Nordhessen. Man kann nämlich dahin fahren und an mehreren Tagen wunderbar leere Empfangs- und Starthallen fotografieren und sich Gedanken darüber machen, ob man eine Skaterhalle daraus macht, weil Passagiere finden Sie dort keine, weil es keine gibt. Und ökologisch ist das Ding auch eine mittelschwere Katastrophe. Und wenn man sich dann hier hinstellt und von Transparenz spricht, transparent wäre gewesen, wenn diese Landesregierung nicht gefragt hätte, ob eine Fraktion beim Rechnungshof nachgefragt hätte, ob man diesen Bericht öffentlich macht, sondern die Landesregierung dem Rechnungshof gefragt hätte, ob man diesen Bericht öffentlich macht. Das hätte etwas mit Transparenz zu tun. Und dass eine grüne Fraktion, die hier vom Dazwischenschreien wird es da auch nicht besser, dass eine grüne Fraktion, die immer für Transparenz gestanden hat, ihrerseits in der Regierung nicht darauf bestanden hat, dass dieser Rechnungshofbericht öffentlich gemacht wird, zeigt doch, dass sie an eben dieser Transparenz überhaupt kein Interesse haben. Nicht das geringste Interesse. Sonst hätten sie doch als Regierungsfraktion und als Regierung selber längst dafür gesorgt. Und ich sage mal, das peinliche Personalkarussell, das es in den letzten Jahren an diesem Flughafen gegeben hat, spricht doch auch dafür. Jetzt reicht es, Herr Reif. Peinlich sind hier Sie, weil Sie sitzen da, schreien unqualifiziert dazwischen. Und ich glaube nicht, dass Sie von diesem Thema irgendwas verstehen. Und wir können uns gerne hier lustig weiter beleidigen. Ich frage, nur Sie können mich gar nicht beleidigen. Bitte in der Sache. Allerdings ist Herr Wallmann beleidigt worden und der Rechnungshof. Und das finde ich ein ziemlich starkes Stück, sich hier hinzustellen und zu unterstellen, ob der Rechnungshof denn in seinen Berichten ordentlich arbeitet und nicht mehr Fantasie walten lässt als Fakten. Und das genau finde ich.
eigentlich eine ziemlich heftige Beleidigung. Das sollten Sie sich wirklich einmal vergegenwärtigen. Jedes Jahr, jedes weitere Jahr, jeder weitere Tag, der Flughafen mit diesem Status läuft, führt dazu, dass Geld ausgegeben wird, das man sinnvoller für andere Projekte ausgeben könnte. Und das sollten Sie tun, weil das wäre verantwortliches Handeln und nicht festhalten an was, weil Sie keine Exit-Strategie haben, weil Sie nicht wissen, wie Sie ohne Gesichtsverlust da rauskommen. Das ist das Einzige, worum es hier noch geht. Gesichtsverlust von politisch agierenden Menschen, die nicht in der Lage sind. Wir haben eine Fehlentscheidung getroffen, und wir korrigieren die jetzt. Danke, Frau Kollegin Schott. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann wird der Antrag 1957/36 und der Dringliche Entschließungsantrag 1957/75 in den Haushaltsausschuss überwiesen. Wir haben jetzt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Wir können dann in die Mittagspause eintreten. Ich unterbreche dann die Sitzung, aber ich mache Sie noch darauf aufmerksam, dass der Ältestenrat nun im Sitzungsraum 100a zusammenkommt. Wir sehen uns nach der Mittagspause um 15 Uhr. Danke.